Martin, wie zufrieden bist du bis jetzt so mit dem Jahrgangsverlauf beim Herbst bei der Lese? Oh, Alex, muss es sein, da früh morgens echt. Also die Weine sind top. Easy war auch alles. Also ein recht langweiliger Herbst, weil es nachts immer kalt war. Da muss man nicht so Gas geben wie normalerweise. Muss man nicht die Nacht durcharbeiten, damit das runterkühlt und gleich verarbeitet ist. Also von dem her war es ein lässiger Herbst. Aber ganz entspannt, alles im grünen Bereich. Ja, geht so, ja. Die Menge so bis jetzt? Bis jetzt liegen wir bei Burgunder bei gute 70 Kilo. So viel mehr kommt auch nicht mehr. Ja. Da hoffen wir halt noch auf die Rinderpolle eventuell. Ja. Müller war okay, das war fast der normale Herbst. Und Spätburgunder? Ja, liegen wir jetzt auch 70 Kilo. Und wie sind die Trauben so, die Moste? Gut? Oder? Perfekt sogar? Alles spät werden. Na gut, dann sind wir mal gespannt. Nein, das Gute war, dass wir ja wegen Hagel, das Dingle wegen Hagel haben wir ja früher angefangen, weil wir schon hohe Mostgewichte hatten. Und hat jetzt vom großen Regen hatten wir schon 80% drin. Also das ist super, wo die anderen echt da ins Schwitzen kamen, da konnten wir uns ein bisschen zurücklegen die letzte Woche. Von dem her. Glück gehabt, ne? Glück gehabt, ja. Alles klar. Ja.